Das Museum Volkmann ist ja das erste Museum der Gegenwart der zeitgenössischen Kunst in Deutschland. Und ich glaube, das Besondere ist eben an der Museumsgeschichte, dass viele Veränderungen sowohl in der Gesellschaft als auch in der Kunst und Kultur abbildbar sind oder sich erzählen lassen anhand der Ausstellungsgeschichte des Hauses in Essen. Ich bin Hans-Jürgen Lechtreck und ich arbeite im Museum Volkwang und habe in diesem Jahr die Aufgabe übernommen, ein Buch zum Jubiläum des Museums Volkwang zu produzieren. Das Buch ist eine Ausstellungsgeschichte und eine Museumsgeschichte und stellt ca. 40 Ausstellungen vor aus den verschiedenen Arbeitsbereichen des Museums Volkwang. Das Besondere ist, glaube ich, an diesem Buch, dass wir uns sehr darum bemüht haben, diese Ausstellungsprojekte seit 1922, also seit das Museum Volkwang in Essen besteht, zu bebildern. Wir haben sehr viel Archivarbeit gemacht, wir haben historische Fotografien herausgesucht, wir haben Plakate herausgesucht, Ansichten der Werke, aber auch Drucksachen, also auch Kataloge aus dieser frühen Zeit haben wir reproduziert. Das Buch ist eine gute Mischung aus sehr instruktiven, gut verständlichen Texten und eben einer fantastischen Bildstrecke zu jeder Ausstellung, die so ein bisschen nochmal anschaulich macht, wie das damals gehandhabt worden ist in den Ausstellungsräumen des Museums Volkwang. Man muss dazu sagen, dass in der Frühzeit des Museums Volkwang teilweise die Ausstellungen nur wenige Wochen liefen, also nicht wie heute 3 bis 4 Monate, und dass die Dokumentation damals nicht so umfänglich war für jede einzelne Ausstellung, wie sie heute gehandhabt wird. Man merkt sehr, sehr schön, glaube ich, an der Bildstrecke, aber auch in den Texten, dass die Ausstellungen zum einen natürlich auch einen Wandel erleben oder abbilden in der Art und Weise, wie die Ausstellungen eingerichtet werden. Und zum anderen ist es so, dass deutlich wird, wie früh schon bestimmte Themenstellungen im Museum Volkwang eigentlich in Ausstellungen sichtbar gemacht wurden. Schon sehr früh gab es Fotografieausstellungen, das ist ein wichtiges Segment des Ausstellungsbereichs bis heute. Und es gab immer auch Ausstellungen, die den Dialog der Kulturen und den Dialog der verschiedenen Bildmedien von Fotografie über Plakat, Grafik, Malerei und Plastik thematisiert haben. Und das Erstaunliche ist gleichzeitig auch, dass diese Ausstellungsgeschichte über 100 Jahre so etwas erzählt wie eine Zeitgeschichte der Museumsarbeit von der Zeit der 20er Jahre über die 30er Jahre im NS in der Zeit des Wiederaufbaus in den 50er Jahren bis in die heutige Zeit. Und man merkt sehr deutlich, wie die Ausstellungsmacherinnen und Macher auch reagiert haben auf bestimmte Zeitströmungen, auf bestimmte politische und gesellschaftliche Fragen. Ein Beispiel, das ich sehr, sehr spannend fand, war die Ausstellung Der montierte Mensch. Eine Ausstellung, die die Frage stellte nach der Beziehung des Menschen oder der Menschen nach den Maschinen. Und diese Beziehung zwischen Mensch und Maschine eigentlich von den Anfängen um 1900 bis in die Gegenwart geführt, also von den Dampfmaschinen bis zu den Hightech-KI-Maschinen. Apparaturen, die wir heute kennen. Das Buch ist aufgebaut in 5 Kapitel. Wir haben gedacht, dass es hilfreich ist, wenn wir eine Orientierung geben den Leserinnen und Lesern über diese 100 Jahre Ausstellungsgeschichte. Und es sind 5 Kapitel, die jeweils ca. 20 Jahre zusammenfassen. Das ist auch gerechtfertigt, weil tatsächlich so bestimmte Bewegungen und Veränderungen auch in diesen Zeiträumen erst sichtbar werden und auch abbildbar sind. Und wir haben dann noch zwischen die Kapitel Essays eingestreut, die bestimmte Themen schwerpunktartig behandeln. Wir haben bei der Autoren- und Autorinnenauswahl ganz bewusst darauf geachtet, dass es nicht nur Fachwissenschaftler sind oder die Kuratoren selber, die ihre Ausstellung vorstellen, sondern wir haben einen bunten Strauß von Autorinnen und Autoren und dadurch auch sehr verschiedene Perspektiven auf das Thema Ausstellung. Teilweise sind es Kunsthistoriker, die akademisch ausgebildet sind und auch die Ausstellungen, die sie behandeln, in einen Zeithorizont einsortieren. Dann gibt es aber auch die Kuratoren, die die Ausstellung selbst gemacht haben und die berichten über ihre Arbeit, wie das damals gewesen ist, welche besonderen Herausforderungen es gegeben hat. Und dann gibt es aber auch Kollegen aus anderen Häusern oder auch Kritiker oder Kritikerinnen, die ihre Ausstellung herausgesucht haben und über diese Ausstellung geschrieben haben. Also ich glaube, das ist das Reizvolle an diesem Buch, dass es ganz viele verschiedene Perspektiven und Erlebnisformen von Ausstellungen oder auf Ausstellungen zusammengeführt hat.